Um mit dem Panther von Level 8 auf Level 9 zu kommen, müssen wir 50 Gegner heimlich töten, 10 gegnerische Drohnen zerstören, 5x3 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten und 3x5 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Um die Drohnenkills mache ich mir ein paar Sorgen, der Rest ist eigentlich relativ easy. Ist halt ein bisschen Grind, aber ja. Das waren 1x3 Gegner. Es sind aber immer noch irgendwo Gegner. Ich erkenne das an der Art, wie Nomad die Waffe hält. Und wenn ich die Kamera irgendwo hin richte, dreht er sich um. Das heißt, das sind Gegner. Und da sind sie. Sodale, das waren die ersten 5. Warum ruckelt das denn hier so? Ich denke immer, es ruckelt. Das hatte ich beim Stream schon. Dabei bricht die Framerate nur um 4 ein. Um 4 Frames. Aber es sieht hier, also an meinem Laptop, Bildschirm ruckelt es mehr. Wohin? Nach links. Das ist, weil ich nicht das Spiel V-Sync benutze, sondern das V-Sync von der Grafikkarte. Ich sollte es vielleicht nochmal umstellen. Ja, ich denke, wir gehen hinten rein. Wobei, da vorne am Eingang sind ein paar Gegner. Nehmen wir die doch mit. Zumindest sind da normalerweise immer Gegner. Jo, 2 Stück. 3 sogar. Da. Oder? Nee, das ist kein Gegner. So eine Scheiße. Ja, ja, such einfach weiter. So, das waren 2. Ich habe Angst, dass ein Auto von hinten kommt. Bitte, Geschützturm, entdeck mich nicht. Dankeschön. Ah, siehst du, da ist einer drin. Und da? Oh. Kommt einer raus? Oh, sind sogar 2 drin. So. Nochmal 2. Guten Tag, Herr Funker. Das ist nicht so schlau, vor dem Geschützturm rumzulaufen. So, nun besteigen wir mal das Dach hier. List. Oh, Entschuldigung. Es sind so viele Zivilisten drin. Sieht man auch nicht allzu häufig. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Leichen entdecken. Schütze kennt ein Spiel, das wir probieren sollten. Im Grunde geht es darum, auf Sachen zu schießen. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. So. Alter, das sind immer nur 2er-Krüppchen. Ach, der sitzt direkt da unten vorne dran. Hat nicht gesehen, dass sein Kollege da vorne umgefallen ist. Nun, ich weiß, dass hier noch irgend... Ah, da hinten. Hinten irgendwo ist ein Scharfschütze. Wie kriege ich den Gegner da unten? So. Tod von oben.
Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Ich hab jemanden entdeckt! Was? Oh, shit! Du kannst gar nicht! Konzentriert euch! Toll. Nun, damit habe ich nicht gerechnet. Offensichtlich. Trick 17. Für den Fall, dass die dahin gehen. So. Und ich hau rein. So. Gut. Konzentra was? Ich konnte dich nicht so genau hören. Ah, oh, schade, der Heli hat kein Geschütze. Mir fehlt ein bisschen die Sprengdrohne aus Wildlands. Die hatte ich echt gerne. So, dann mache ich jetzt nochmal den hier und zerstöre den Geschützturm. Hoffe, dass es als Drohne zählt. Zweifel es zwar, aber... hat nicht als Drohne gezählt. Schade. Gut, dann hauen wir eben rein. Gibt's da ein Auto, das ich mitnehmen kann? LKW gibt's aber. Kein LKW. Wer hat gesagt, er wäre bereit zum Schießen? Hm. Kann ich da drüber? Nee. Ah, komm. Hier ist verloren. Hab ich eigentlich... Nein, ich habe das Heeresforest Biwak noch nicht. Bin ich außerhalb vom Kampf? Ja, bin ich. Dann gehen wir einfach zum anderen Ort. Hier, wieder zum Hafen. Weil das beim letzten Mal ja so gut geklappt hat. Auf geht's. Aber jetzt habe ich ja die Simultanschussdrohnen, die ich schon wieder vergessen habe einzusetzen. Ich will es mal versuchen. Auch wenn es saudumm ist. Mann, jetzt rennt doch nicht immer hin und her. Mein Gott. Oh, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getötet. Alter, sehe ich den Geschützturm von hier aus noch nicht. Ah, guck mal da. Der VIP flüchtet. Aber es ist nur ein Bote, es ist nicht mal ein VIP. Ich finde Booten jetzt nicht so wichtig. So very important. Da war ich noch nicht. Hm. Also hier in dem Speicherstand zumindest. Kann ich von da hinten auch irgendwo einen Fallschirmsprung machen? Das wäre cool. Dann würde ich das gerade mal tun. Oh!
Da hat ja jemand Verstärkung gerufen. Und wisst ihr, was ich auch vermisse? Dass ich mit der Drohne in die Rotorblätter vom Heli fliegen kann und den Heli somit zum Absturz bringen kann. Schlecht. Ich wollte eigentlich nicht ewig jetzt hier im Gras rumliegen. Gut, okay, das mit dem Fallschirmsprung war jetzt wohl eher ein Satz mit X, bis jetzt zumindest. Oha, hallo. Nice, das waren die 5 Gegner, ohne entdeckt zu werden. War da noch ein dritter. Siehst du? Sag ich doch. Und wieder ein Level up. Sehr schön. Wenn das so weitergeht, kriegen wir den Speicherstand hier auch noch auf Max Level. 30. Da kann ich runterspringen bestimmt. Muss nur wissen, in welche Richtung. Da vorne hin, ne? Wollte ich. Ja, genau, da wollte ich hin. Bitte klappt, bitte klappt, bitte klappt. Ja, es hat geklappt. Sehr schön. Weite, offene Fläche. Oh, da hinten ist auch... Ach, da... Nee, das da hinten ist das Wolfslager. Ich erinnere mich. Camp Weasel, oder wie das heißt. Ne? Nee, wie heißt's? Nee, Red Tiger heißt er. Da bleibe ich jetzt mal schön weg. Wobei da ein Haufen Gegner sind, ne? Drumrum. Aber ich wollte jetzt... Was ist das für ein cooler Baum? Also es ist ein toter Baum, ja, aber sieht cool aus. Gott sei Dank können sich die Fallschirme hier nicht in den Ästen verhaken. Nicht gegen den Baum. Oh. Ich glaube, ich bin irgendwo in der Luft falsch abgebogen. Nun. Ah, doch, ich bin ja fast da. Naja, komm, dann nehmen wir die hier eben auch noch mit. Und die Klassentechnik ist wieder bereit. Guten Tag, ihr beiden. Einer unserer Jungs wurde getötet. Ja, sie sind hier. Sie sind hier. Dann würde ich auch meine Position durch Schreien verraten. Das ist ein ziemlich sicherer Weg, um getötet zu werden. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Ein Scharfschütze und ein Raketenschütze. Ein Scharfschütze. So. Kein Raketenschütze. Sehr gut. Ich brauche noch mal eine Dreiergruppe Gegner. Wen hat's erwischt? McGee? Aber wenn das mal Gips erfährt. Ach, da ist der. Waren also 3 auf dem Dach. Oh ja, das hier ist der Ort. Der Ort der Orte. An dem der Terminator-Endkampf stattfindet. Okay, also die anderen Gegner.
What the fuck? Was denn da los? Gruppenkuscheln. Da mache ich doch mit. Nö, hier ist niemand. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Ich will auf das Dach, damit ich die anderen drei, die da so gemütlich zusammen auf dem Dach stehen, auseinandernehmen kann. Oh, da ist auch ein Geschützturm. Oh, natürlich ist da jetzt das Dach zu niedrig. Nun gut. Was haben wir? Besuch? Sehe ich nicht so. Wer stöhnt da schon wieder? Das reinste Pornospiel. Kann sich Lola mal eine Scheibe abschneiden. So, so, so. Wo ist denn hier? Ah, die sind da oben auf dem Dach. Vielleicht sollte ich einfach auf das Dach gehen. Ja, ich gehe mal da runter. Da hinten eben noch einen gesehen. Ach, da ist er. Nichts. Geschützturm ist wieder eingefahren da hinten. Die haben ihre Kollegen scheinbar echt gern. Ihre Kameraden. Oh nein, hier liegen zwei Leichen. Oh, wird schon nichts gewesen sein. Alle zurück auf ihre Posten. Gehört? Wir müssen weitersuchen, das war zu einfach. Finde ich gut. Kommt der von oben oder von unten? Kommt von oben. Da läuft er. Ich höre ihn. Massakriert. Gut. Was blinkt denn da? Ich glaube, die Drohne hat ihre Lichter hier vergessen. Ah, guck mal, wer da kommt. Wechsle Position. Nein, du wechselst nichts. Höchstens die Seite. Bisschen Chaos verursachen. Da haben wir tatsächlich die 50 heimlichen, haben wir schon fast. Aber immer nur ein Zweierpäckchen. War das alles hier, oder? Ich glaube, da kommt nichts mehr, ne? Nö. Dann... Ah, da vorne ist ein Checkpoint. Oder sowas ähnliches zumindest. Gehen wir mal da hinschauen. Sind zwar auch wieder nur zwei Gegner, aber hey. Zum Glück müssen wir die Drohnen nicht heimlich zerstören. Bin ich ja schon sehr dankbar für. Ich habe tatsächlich seitdem noch keine Drohne gesehen. In dieser Folge. Oh, hallo.
Ich habe ich ja gar nicht gesehen. Wer was Verdächtiges sieht, meldet es sofort. So. Fein. Jetzt habe ich natürlich kein Auto hier. Toll. Ach, guck mal, da kommt eins. Das ist aber nett. Und damit haben wir die 50 Kills. So, was haben wir hier noch? Noch 3x3 Gegner in 3 Sekunden. Ah, guck mal, da vorne. Hier sind leider nur 2. Hui! Ach, ich liebe solche Glitches. Ach, ich liebe das. Der hat Drohnen auf dem Rücken. Ah, warum treffe ich denn nicht? Was war das denn? Yay, haben wir schon mal 2 Drohnen. Der war irgendwie verbuggt. Ja, ich weiß, dass dieser LKW gerade eben erst hier gespawnt ist. Ach ja. Schön, schön. Noch ein paar Drohnenträger mehr und wir haben's. Leider habe ich hier, war ich hier in diesem Spielstand, glaube ich, noch nicht auf Golem Island. Nein, leider nicht. Denn dort gibt... Moment, das war nicht Golem Island, oder? Nee, Golem Island ist da. War ich aber trotzdem nicht. Denn da gibt's ja dieses eine Gebiet da, wo ganz viele Drohnenschützen sind. Oh, wie schön. Oh nein, ich muss nachladen. Na toll. Na toll. Und jetzt ist meine Munition komplett all. Ich habe keine Munition mehr. Das ist doof. Vielleicht hätte ich zwischen den Folgen mal kurz ans Biwak sollen. So, jetzt haben wir wieder Munition. Steig doch ein, Mann. 3 Gegner. Wenn wir schnell genug sind, können wir sie wahrscheinlich auch überfahren. Wobei, da steht ja nicht unentdeckt. Einfach drüber fahren, alles klar. Dann suchen wir mal 3 Gegner. Gibt's sonst ja wie Sand am Meer. Außer wenn man sie sucht. Wo fährt dieser Arsch denn hin? Ja, als wüssten die immer genau, dass da ein Feind im Auto ist. Ne? Naja. Im nächsten Ghost Recon wird alles besser. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. Von mir aus könnte das nächste Ghost Recon auch Wildlands 2 heißen. Das Fahrzeug kommt mir verdächtig vor. Wieso? Guten Tag. Guten Tag. Fahren wir gerade mal zum Harris Forest Biwak. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin gar nicht auf dem Weg dahin. Hä? Das hat nicht gezählt? What? Schweinerei. Okay, dann also nicht mehr drüber fahren. Nicht mehr drüber fahren, sondern schießen. Hm. Schauen wir mal, was hier oben so gibt. Keine Ahnung, wo ich bin. Oh, wie doof ich bin. Über diese autonomen Geschütztürme geht echt nichts. Die schießen alles in Grund und Boden. Da stehen 2. Aber was, wenn jemand den Generator holt? Ah, na los! Wir werden angegriffen! Ist doch nur einer. Wo ist der andere? Da. Ah, viel zu langsam.
Ist noch was anderes? Nee, nur die Drohnen, ne? Nun. Hoffen wir mal, dass wir irgendwie noch einen Drohnenträger finden oder so. Oh mein Gott! Feind in Sicht! Genau, haha. Ich war ja so unbedacht. Armor und Verteidigungsgebiet. Habe ich hier noch keins aufgedeckt im Speicherstand? Das ist aber echt schade. Ich weiß aber, wo eins ist. Na, da weiß ich von... Doch, hier. Da ist eins. Murmur. Murmur, nicht Amon. Murmur. Murmur. Und das ist auch eins. Nee, das ist ein Amon. Hä? Ach so, Murmur sind die mit den Flügeln. Alles klar. Gut, jetzt bin ich natürlich im Kampf. Ja, da kann ich auch kämpfen, bis ich sterbe. Na, was dann... Umfall, fall ich um. Hui. Ich könnte mich natürlich auch selbst töten. Moment mal, bin ich nicht mehr im Kampf? Doch. Kann auch so machen. Jetzt bin ich nicht mehr im Kampf. Doch, immer noch. Verdammt. Jetzt? Na, okay, komm, das hat keinen Wert. Ich mache jetzt was, was ich schon immer mal ausprobieren wollte. Seitdem das Feature drin ist. Teil ist nicht da runtergerannt. Oh. Ich wollte eigentlich mit einer Granate, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die aus irgendeinem Grund jetzt plötzlich da stehen bleiben und da hochgucken. War ich vielleicht etwas zu laut? Okay, so, jetzt aber Murmur-Gebiet. Murmur, Murmur. Warum habe ich denn hier das Biwak noch nicht, das hier irgendwo ist? Warum habe ich das nicht? Muss ich eben nochmal dahin gehen. Hm. So. So, ich müsste in die richtige Richtung fliegen, oder? Ja. Ich sehe von hier aus den Rauch vom Biwak, aber ich glaube nicht, dass ich weit genug komme mit der Drohne. Nein. Oder? Nee. Auch absurd. Wenn ich ein bisschen höher fliege, kann ich schon... Könnte ich jetzt... Ja, Mist. Naja, okay, gut. Dann laufen wir eben. Oh, Moment. Munition auffüllen. Nicht, dass uns die Munition wieder ausgeht. Das wäre ein bisschen, ja, blöd. So, Murmurs. Murmurs mit Simultanschussdrohnen ausschalten. Das ist the way to go. Und Murmurs sind auch Gegner. Also müssten wir damit theoretisch zwei Klappen mit einer... Fliege schlagen. Oder umgekehrt. Wie du willst. Eieiei. Ich glaube ja, dass Breakpoint... der Erfolg von Wildlands zum Verhängnis wurde. Vielleicht ist das Finanzamt hier wegen deiner Steuerschulden. So,
So. Die konnte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Naja, okay. Also wenn man so nimmt, eigentlich wurde Breakpoint auch ein bisschen die Geldgier von Ubisoft und der alles muss ein Service-Game sein Ansatz zum Verhängnis. Denn mit dem Loot-System, mit dem Gearscore und so weiter, hätte man wunderbar, und das haben sie ja am Anfang sogar gehabt, so Booster und so Gedöns in die, also verkaufen können im Ingame-Shop. Aber Breakpoints hat kein Division und kein Call of Duty. Moment. Machen wir so. So, eins. Nein, halt! Hier, eins. Zwei. Nein, nicht so weit fliegen. Oh Gott. So. Drei Drohnen fehlen noch. Drei Stück fehlen noch. Biwak da unten aufdecken. So. Und dann kann ich vielleicht hier im Fallschirm. Das wäre cool. Gibt es irgendeine. Irgendwo, wo es steil genug ist. Hier vielleicht. Spring doch, Mensch, Nomad. Toll. Mitten im Rutschen, mitten im Berg abgesprungen. Ich weiß, dass an dem Lager da unten noch eine Drohne rumfliegt. Zumindest ist hier immer eine Drohne rumgeflogen. Ja, ich höre sie schon. Da ist sie. Toll, ich sehe sie nun. Achso, dann doch. Muss ich? Ich muss sie sehen. Oh Gott. Toll. Kann ich da drauf klettern? Nee. Oh Mann. Jetzt kann ich nicht mehr hier drüber springen. Dumm. Warum geht er denn jetzt in die Third Person? Mann! Ich das hasse. Die Drohnen, ich sehe sie nicht mehr. Da. Alter. Es geht das nicht hier. Lass mich verarschen. Die ist zu weit weg. Mann. Ach, komm. Piep, 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 piep. So, mit ein bisschen Glück sind die Murmurs auch respawned. Mit ein bisschen Glück. Dann hätten wir es nämlich. Natürlich bin ich jetzt weit weg von den Murmurs. Nein! Toll. Ja, geh du mal in Deckung. Nein! Mann! Eieieiei. Ich glaube, nach der Folge höre ich auf. Eieieiei. Wo ist die Drohne? Da. Sehe sie nicht mehr. Komm hinterm Baum raus. Mann, ich kann dich so nicht anvisieren. Eieieiei. Alter Schwede. Da hat es mich ein bisschen verjagt. Gut, wir brauchen ja noch drei. Und da gehe ich nochmal oben zum Biber, zu den
Murmurs. Mach ich nochmal genauso wie eben. Komm. Was soll der Geiz? Genauso wie eben. Habe ich noch genug? Ja, 4 Stück. Reicht. Schade, dass ich in diesem Spielstand noch nicht so viel aufgedeckt habe. Normalerweise gehen mir die Murmurgebiete voll auf den Keks. Aber wenn man mal welche braucht... Heieiei. Der Grind. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Ist nicht so cool. Das ist eine Wolf-Patrouille mit Drohne. Ich hoffe, das ist aber eine Amon-Drohne oder eine Malphas. Nee, Malphas ist eine Flugdrohne. Wie heißen die Bodendrohnen der Wolfs noch gleich? Ich muss mal gucken. Andras, so heißen sie. Ach, weißt du was? Die nehme ich mir. Noch ein paar Drohnenteile. Sehr schön. Brauchen wir nur noch 2. Kann das sein, dass sie nicht respawned sind? Doch, da sind sie doch. Realismus ist kaum auszuhalten. Wobei, nee, ich mache nur die 2 und wenn ich dann sterbe, ist es halt so. Denn ich will ja nicht wieder irgendwas für die nächste Herausforderung machen. Wir sind auf jeden Fall auf Stufe 9 und das ist cool und beim nächsten Mal 70 Gegner heimlich töten. Alter Schwede. Der Grind. Langsam wird's absurd.